Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Heute im zweiten Teil spreche ich mit dem Heilpraktiker und Zahnarzt Dr. Schreckenbach über das Thema Fluoride. Wir sprechen darüber, was bewirken Sie, was machen Sie am Zahn, aber vor allen Dingen, was haben Sie für Auswirkungen auf den ganzen Menschen? Das bespricht kaum einer. Der zweite Bereich wird sein Kieferfehlstellung und die Auswirkungen auf unsere Wirbelsäule oder sogar auf verschiedene Gelenke. Und der dritte Themenbereich, und das wird der Hauptteil sein, wird Psyche und Zähne. Also, welches Psyche-Leiden manifestiert sich auf welche Art und Weise in den Zähnen? Was kann man von den Zähnen ableiten? Und vieles mehr. Ich bin wirklich froh, euch einen solchen Experten präsentieren zu können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Vermehren der Erkenntnisse. Hallo, Herr Dr. Schreckenbach, herzlich willkommen zum zweiten Teil bei Wahre Gesundheit. Hallo, danke. Wir haben heute als Hauptthema Zähne und Psyche. Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dass sich jemand diesen Titel ausdenkt, da gehört schon einiges dazu, dass man sich überhaupt in diesem Bereich traut als Zahnarzt. Das ist mit Sicherheit sehr selten, aber ich bin mir auch sehr sicher, das kommt gut bei unseren Zusehern an, weil umso mehr man sich mit der Psyche beschäftigt, umso mehr weiß man auch, wie wichtig sie auf den gesamten Gesundheitszustand sich auswirkt. Wir werden allerdings, bevor wir das große Thema Psyche angehen, werden wir noch zwei Themen, die wir im ersten Teil schon angerissen haben, noch vervollständigen. Das ist zum einen sind das die Fluoride und zum zweiten, wie wirkt sich denn überhaupt die Situation im Zahninnenraum oder im Mundinnenraum auf die gesamte Statik des Körpers aus? Da würde ich Ihnen jetzt gerne das Wort erteilen. Okay. Also zunächst einmal gehen wir mal nochmal zum Thema Fluoride zurück, was Sie ja schon gesagt haben. Und die Zuschauer erinnern sich vielleicht, was ich im ersten Teil gesagt habe. Alle Materialien, die in den Mund eingebracht werden, werden von der Mundschleimhaut aufgenommen. Das heißt, auch Fluoride, also das heißt auch Zahnpasta, die ich täglich verwende, auch alles, was ich esse, alles, was in meinem Mund ist, geht direkt über das Zahnfleisch in die Blutbahn. Warum werden überhaupt Fluoride verwendet? Ich weiß, dass ich da mit einigen anderen Kollegen nicht so gerne gesehen bin in dem Bereich, weil ich der Meinung bin, dass Fluoride unserer Zahngesundheit oder mit unserer Zahngesundheit gar nichts zu tun haben. Lassen Sie mich das kurz erklären, warum. Es gibt in den deutschen Mittelgebirgen Trinkwasserqualitäten, die haben einen von Natur aus höheren Fluoridgehalt. Das heißt also, da ist im normalen Trinkwasser, was aus dem Boden kommt, wenn man das chemisch untersucht, schon ein höherer Fluoridgehalt. Wenn Fluoride tatsächlich Karies vermeiden, dann müsste im Grunde genommen in diesen Bereichen deutschen Mittelgebirgen die Leute deutlich weniger Karies haben wie in anderen Teilen von Deutschland. Dem ist nicht so. Das heißt, der sogenannte Karies-Index, das heißt also die Anzahl von Menschen, die Karies haben, ist in diesen Bereichen oder in dieser Region genauso wie bei anderen Bereichen. Auch wenn Fluorid angeblich Karies vermeidet, dann müsste, wenn Kinder Fluorid-Tabletten bekommen, was leider immer noch gemacht wird, ja, Kinder bekommen ein Baby immer noch die sogenannten D-Fluoretten. Das heißt, auf der einen Seite wird gegen Rachitis gearbeitet mit Vitamin D. Das ist eine Knochenkrankheit. Vitamin D ist ein wunderbares Vitamin gegen diese Knochenkrankheit. Das ist wunderbar. Das will ich überhaupt nicht minimieren oder hier schmälern. Wunderbar. Aber selbst dann, wenn eben mal die Kinder diese D-Fluoretten bekommen, haben sie einen genauso hohen Karies-Index wie die anderen Kinder, die das nicht bekommen haben. Heißt für mich, im Umkehrschluss, als denkender Mensch, als denkender wissenschaftlich arbeitender Arzt, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Das heißt, wenn Karies eine Fluormangelkrankheit wäre, dann müsste durch die Gabe von Fluoriden das Karies verschwinden. Tut es aber nicht. Ja, ich weiß, da stehe ich ein bisschen einsam mit anderen Kollegen, Kolleginnen zusammen, weil da haufenweise Studien gibt, die sagen, Fluoride sind toll und die verhindern Karies.
Ich gehe nochmal zurück auf den Anfang. Ich gehe auf den Anfang, das heißt, ich gehe auf alle Materialien, die in den Mund eingebracht werden und in die Blutbahn gelangen. Alles das, was ich Kindern oder Erwachsenen auf die Zähne pinsele, das wird ja nicht sofort von dem Zahn aufgesaugt, sondern es bleibt erstmal im Mund. Damit kommt es in Kontakt mit der Schleimhaut, damit habe ich es in der Blutbahn. Und da muss ich mir halt sehr genau überlegen, will ich das in meiner Blutbahn haben und was machen Fluoride? Fluoride sind massivste Nervengifte. Ja, also es gibt kaum einen Stoff, der außer Schwefelwasserstoff, der noch nerventoxischer ist wie Fluoride. Aber Fluoride sind sehr nerventoxisch. Und ich würde es auf keinen Fall empfehlen. Ich empfehle meinen Eltern, die bei mir ihre Kinder haben behandeln lassen, dass sie ihre Kinder vernünftig ernähren und dass sie angewiesen werden zu lernen, wie man vernünftig Zähne putzt. Damit erreichen sie wesentlich mehr. Und sie brauchen auch keine fluoridhaltige Zahnpasta, sondern es reicht eine normale Zahnpasta. Hauptsache, die Zähne werden mechanisch gepflegt und gereinigt. Gar keine Frage. Das bin ja kein Wie soll ich sagen? Ich bin ja nicht gegen Zahnpflege, um Gottes Willen, aber ich bin dagegen, Stoffe zu verwenden, die erfahrungsgemäß nichts bringen. Es gibt eine interessante Studie von der Universität in Saarbrücken, also aus meinem Bundesland. Und zwar nicht von der Universität Klinik, sondern von der Universität, die mit Materialstoffen arbeiten, also die Forschungen machen, was machen Materialien. Und diese Studie ist, man hat also, Fluoride werden ja auch verwendet zum Beispiel für den Schutz von Kleidung gegen Feuchtigkeit. Ja? Oder auch die Frauen oder die Männer, die Wildlederschuhe haben, die wissen, wenn man das mit Fluoridspray einsprayt, dann halten die einfach besser die Feuchtigkeit zurück. Und wenn man Fluoride auf eine Oberfläche bringt, sprich Fluoridlack auf die Zähne oder fluorhaltige Zahnpasta, ja, es stimmt, dann werden da Mineralstoffbestandteile im Zahn gegen Fluoridionen ausgetauscht. Aber diese Studie hat ergeben, dass diese Schicht, die dabei entsteht, so dünn ist, dass nach der ersten Mahlzeit diese Schicht schon wieder weg ist. Also das heißt im Umkehrschluss, ich müsste die Zähne Stunden über den Tag in so einer Fluoridlösung baden, damit Fluoridionen so tief in die Zähne eindringen, dass da auch ein vernünftiger Austausch stattfindet. Ja, es gibt auch eine Studie aus Amerika. Es gibt ja, kennen die Zuschauer vielleicht auch schon mal gehört, diese sogenannte Glasknochenkrankheit. Man hat versucht, auch da mit Fluoriden den Menschen zu helfen, hat diese Studie abgebrochen, weil man gesehen hat, dass eben halt durch Gabe von Fluoriden diese Glasknochenkrankheit noch viel schlimmer geworden ist. Das heißt also, ja, die Fluoride wurden eingelagert in die Knochensubstanz, aber dadurch wurde der Knochen noch spröder. Hat also genau das Gegenteil von dem bewirkt, was man eigentlich wollte. Und insofern, die richtige Ernährung, der richtige Umgang mit Süßigkeiten, mit Kohlenhydraten und die richtige Form des Putzens sind für mich die drei Säulen der Prophylaxe und da gehört Fluoride nicht dazu. Das war das Thema Nummer eins. Da noch ganz kurz ergänzend dazu ist, meine Freundin war vor kurzem bei einer Zahnärztin gewesen, eine recht junge Zahnärztin, gerade auch erst von der Hochschule gekommen. Und da habe ich sie auch auf Fluorid hingewiesen, also meine Freundin jetzt, und habe gesagt, thematisier das mal. Und es ging auch um Zahnreinigung, fluoridhaltige Mittel und so weiter. Und da war auch der O-Ton von der ganz jungen Zahnmedizinerin. Nee, das ist in Ordnung. Das hat nur positive Effekte für den Zahn. Also anscheinend ist das Wissen, was auch schon mehrfach erwiesen wurde, immer noch nicht da angekommen, wo es hin soll, zu den jungen Zahnärzten. Ja. Liegt das halt daran, das weil die Lehre immer noch von den älteren Herren gemacht werden, die das nicht sehen wollen? Richtig. Also es gibt auch einen interessanten Versuch, da hat man ein Ei, also ganz normales Hühnerei, hat man mit einer Hälfte in eine Lösung getaucht, die fluoridhaltig war. Und hat damit bewiesen, wenn man das eine Zeit lang da drin lässt, dass dann diese Teil von dem Ei, was in der fluoridhaltigen Lösung war, das Wasser wesentlich mehr abgeperlt ist. Also das heißt, dieses Ei war an der Stelle widerstandsfähiger gegen Einflüsse, ja, einwandfrei, gut. Da war das Ei aber isoliert in eine Lösung getaucht. Ja, aber der Zahn ist nicht isoliert irgendwo, der steht da nicht alleine rum. Und die Studien, die gemacht werden,
ja, ich ganz ehrlich, ich weiß es nicht ganz genau, wie die Studien gemacht werden. Aber es werden vor allen Dingen natürlich auch Studien gemacht an entfernten Zähnen. Ja, wo man dann eben halt diese Zähne, diese entfernten Zähne mit Fluoriden bedeckt und dann schaut, was passiert da im Zahn. Ja, natürlich geht Fluorid in den Zahn hinein. Das streite ich überhaupt nicht ab. Nur die Frage ist ja, was passiert sonst mit dem gesamten Menschen? Weil dieser Zahn gehört ja zu einem Mensch und der Mundraum ist ja da. Das heißt, alles, was ich da, und ich komme wieder zurück auf den Anfang, alles, was ich in den Mund hineinbringe, das habe ich systemisch auch im Körper. Und da muss man sich einfach die Gedanken machen, wie sinnvoll ist das und welchen Benefit habe ich davon, wenn ich fluoridhaltige Lösungen oder Zahnpasten benutze, anstatt, oder vielleicht sogar, gibt ja auch diese Versiegelungskunststoffe für die Kinder. Ja, also das ist auch so ein ja. Ding. Da werden einfach, Lacke auf die Zähne aufgebracht. Und dann ist eben mal das Phänomen, dass die Eltern einfach dann das Gefühl haben, da brauche ich dann weniger auf die Zahnpflege zu achten. Die Zähne sind ja lackiert oder sind ja versiegelt. Das kann man vielleicht machen bei Menschen, jetzt ohne da einen Shitstorm auszulösen, aber die vielleicht geistig oder ein bisschen behindert sind, weil die einfach nicht so putzen können. Ja, das ist einfach so. Da kann man vielleicht was mit erreichen, das mag sein. Ohne das jetzt, wie gesagt, irgendwie zu werten. Aber ich würde auf keinen Fall diese Lacke verwenden, weil damit wird der normale Mechanismus der Vorsorge ausgeschaltet. Das ist genau wie bei den Spangen von den Kindern. Ja, bei den festen Spangen von den Kindern. Wenn ich eine feste Spange im Mund habe, dann brauche ich mich als Eltern da weniger darum zu kümmern. Da muss ich zwar, weil ich es gehört habe, natürlich dafür Sorge tragen, dass besser geputzt wird, weil es sind ja die Dinger auf den Zähnen. Da habe ich viele Widerstandsflächen, wo dann Speisereste drin hängen bleiben können. Aber ich brauche mich nicht darum zu kümmern, dass das Kind eine Spange im Mund hat, die zu einer Regulierung verwendet wird. Bei herausnehmbaren Spangen, ja, und das ist richtig, ist die Krux, dass eben halt der Erfolg daran hängt, wie oft das Kind diese Spange im Mund hat. Hat es nicht im Mund, funktioniert die Spange nicht, gar keine Frage. Ja. Also man muss immer abwägen, was tue ich da, mit welchem Material, um etwas zu erreichen. Und kann ich das nicht auf anderem Wege auch erreichen? Darum geht es mir. Es geht nicht darum, dass ich hier alle verteufeln will oder was. Es geht einfach nur darum, zu verstehen, wie ganzheitliche Zahnmedizin mit solchen Themen umgeht. Ja. Wenn jemand fluorhaltige Zahnpasta weiter nutzen will, soll das in Himmelsnamen tun. Gar keine Frage. Nur vielleicht dient dieses Interview dazu, mal sich Gedanken zu machen, was passiert, immer dann, wenn ich was in meinen Mund hineinnehme. Und es wird eben halt auch in die Blutbahn abgegeben. Und da ist die Frage, will ich das pausenlos? Ja, und wie kann ich meinen Zahn anders sauber halten und dafür sorgen, dass eben halt möglichst wenig Karies entsteht? Und das kann ich mir über eine vernünftige Ernährung, über vernünftige Pflege auf jeden Fall massiv reduzieren. Und dazu brauche ich keine Fluoride. Genau, vielleicht können wir ja auch einfach festhalten, dass Sie und ich sich irgendwann dazu entschlossen haben, keine Fluoride mehr zu verwenden, weil Fluorid ja auch eine Art von Nervengift ist und ob man das eben seinem ganzen Körper, vor allen Dingen auch dem Gehirn antun möchte, soll bitte jeder für sich selber entscheiden. Noch eine kleine Ergänzung zu diesen Lacken, zu den Lackierungen, quasi Versiegelungen der Zähne. Da habe ich auch gelesen, dass gerade bei den Kindern unter diesen Lackierungen oder dass die Zähne darunter auch, dass das nicht besonders gut ist für die Zähne, dass sie dadurch auch Schaden nehmen, weil die eben dann auch nicht mehr sich austauschen können und vor allen Dingen nicht mehr so befeuchtet werden. So ist das. Das ist ja das andere, was wir gerade auch wieder zum Anfang zurück quasi. Der Speichel ist ja eine mineralhaltige Lösung. Das heißt, es entstehen schon mal durch Bakterien, also das heißt, wenn wir nicht richtig putzen, es sind ja viele Bakterien im Mund, die gehören auch dahin, dann entsteht ja so ein Belag auf den Zähnen. Das wissen die Zuschauer, wenn man sich abends so den Fingernagel, den Zahn abkratzen, sieht man so ein ekliges Zeug da. So. Diese Bakterien produzieren als Stoffwechselprodukt Säure. Diese Säure greift die Zahnhartsubstanz an und löst als Säure Mineralstoffe aus der Zahnsubstanz raus. Dadurch wird die Zahnsubstanz anfälliger gegen Süßigkeiten zum Beispiel oder gegen andere Bakterien. Das heißt, wir sollten dafür Sorge tragen, dass diese Bakterien möglichst nicht auf den Zähnen lange dranbleiben, sprich richtig putzen. Und diese Stellen entstehen trotzdem und unser Körper hat die Faszination und die Möglichkeit, eben halt über den Speichel
diese Zähne wieder zu remineralisieren. Das heißt also, Mineralstoffe, die im Speichel sind, gehen auch in den Zahn hinein. Also von meinen eigenen Mineralstoffen gehen in meinen eigenen Zahn. Weil man sieht zum Beispiel, gerade bei Zähnen, die pausenlos unter Speichelspiegel stehen, das sind meistens die unteren Zähne, vor allen Dingen innen, da wo die Zunge ist. Natürlich werden die auch durch die Zunge schon mechanisch ein bisschen sauber gehalten, sodass da nicht so viel Bakterien und Dreck entsteht. Aber selbst wenn da was ist, ist trotzdem an den Stellen in der Regel nicht so viel Karies, sondern die meiste Karies ist meistens immer oben. Stimmt auch nicht ganz, aber so Pi mal Daumen gesehen. Das liegt daran, dass eben halt der Zahn, die unteren Zähne mehr unter dem Speichelniveau sind, also im Speichelniveau sind. Das heißt, da hat der Körper die Chance, diese Zahnsubstanz mit seinen eigenen Mineralstoffen zu remineralisieren. Und genau das, was Sie sagen, wenn ich die lackiert habe, dann ist damit Austausch nichts mehr. Ja? Und in der Regel ist es so, dass dieser Lack auch dann teilweise abbröselt im Laufe der Zeit durch mechanische Belastung der Zähne, sprich durchs Kauen von Materialien. Dann entstehen kleine, Leerstellen zwischen dieser Versiegelung. Da kommen dann die Bakterien viel besser hin, die haften sich da fest. Also es ist so eine Sache. Ja? Viel wichtiger ist den Kindern, wenn es die Eltern selber nicht können, jetzt ohne Vorwurf, dann in eine Praxis gehen, wo Mitarbeiterinnen sind oder der Chef oder die Chefin, wo man den Kindern zeigt, wie man richtig die Zähne putzt. Das ist 90% der Kariesprophylaxe besteht darin. Ja. Ich muss sagen, ich merke auch gerade wieder in unserem Gespräch, wie wichtig die Eigenverantwortung von jedem ist. Und entweder man hat Glück und man gerät an einen Zahnarzt, wie Sie es sind, oder man hat vielleicht nicht so viel Glück und man hat halt nicht so dieses Mitdenken. Deswegen, das zweite Thema, das wir jetzt noch behandeln wollten, ist die Statik des Körpers. Also wie ist die Wirbelsäule ausgerichtet? Vielleicht steht sogar meine Hüfte schief, weil da irgendwas in den Zähnen ist. Können Sie das noch ein bisschen ausführen, was da passiert? Ja. Muss ich ein bisschen mehr zu ausholen. Ich hatte ja schon im ersten Teil gesagt, dass wir viele Gelenke haben im Körper. Also fangen wir mal ganz unten an. Wir haben die Zehengelenke, Fußgelenke, Kniegelenk, Hüftgelenk und so weiter. Und das höchstgelegene Gelenk im menschlichen Körper ist das Kiefergelenk. Und das ist insofern eine Schlüsselposition, als dass die Stellung des Unterkiefers zum Oberkiefer. Der Unterkiefer ist der bewegliche Teil in unserem Kieferbereich. Ja, der Oberkiefer ist am Schädel festgemacht. Und wir bewegen als dadurch, dass wir den Unterkiefer gegen den Oberkiefer bewegen beim Kauen, zerkleinern wir die Nahrung. So. Wir haben immer nur Zahnkontakt, wenn wir schlucken. Also das heißt, kann man ja mal versuchen mit offenem Mund. Schlucken, das geht, aber das macht keiner, weil es sehr unangenehm ist. Das heißt, immer wenn ich schlucken will, setze ich die Zähne aufeinander und schlucke. Das ist so ein Ablauf, ein Reflex, der abläuft, ohne dass ich mir darüber Gedanken machen muss. Wenn jetzt, und die Zähne haben feine Sensoren, die dem Gehirn melden, ich habe jetzt Kontakt mit meinem Nachbarzahn, also mit dem Gegenzahn. Ich habe Kontakt. Und es ist so ausgerichtet, dieses System, dass das Gehirn oder das Unterbewusstsein versucht, beim Schlucken möglichst überall gleichmäßig Zahnkontakt zu haben. Das nehmen wir gar nicht so wahr. Das heißt, im Klartext, wenn ich jetzt eine Seite habe, wo zum Beispiel eine neue Füllung gemacht wurde oder eine neue Krone oder eine neue Prothese oder was auch immer, dann habe ich auf der einen Seite vielleicht ein bisschen höher. Ja, ich bin betäubt, ich fühle schnell von dem Stuhl wieder runter. Ich sage dann dem Zahnarzt oder der Zahnärztin, ja, stimmt, alles wunderbar, ich bin fertig und zack, raus. Merke erst später, dass mein Essen doch noch ein bisschen was stört, aber es tut nicht weh und ich kümmere mich mehr darum, nach ein paar Tagen ist das Thema durch. Da hat sich der Körper dran gewöhnt. Was aber passiert ist, dass eben halt ein Kiefergelenk etwas anders steht wie das andere. Jetzt haben wir, der Unterkiefer hat Muskelketten oder Muskeln, die ziehen zu verschiedenen Positionen am Körper. Es gibt also Muskelzüge, die ziehen vom Unterkiefer, also von dem unteren Rand, hinten zur Schädelbasis, innen drin, das sieht man so nicht. Wir haben Muskelzüge, die ziehen zum Brustbein. Wir haben Muskelzüge, die ziehen zur Schulter, zum Schlüsselbein. Also die sieht man nicht, aber die sind da. Das ist keine Erfindung von mir, ist einfach nur Anatomie aus dem Anatomiebuch. Und wir haben oberhalb vom Adamsapfel haben wir einen kleinen Knochen, das ist das sogenannte Zungenbein. Wer sich noch an seinen Bio-Unterricht erinnert,
Ja, da gab es immer dieses Skelett, was dann reingeschoben wurde im Biounterricht. Dieser kleine Knochen fehlt immer. Der ist da an sich nicht da. Es ist ein Knochen, aber dadurch, dass der nur an Muskelzügen hängt, ist der bei einem Skelett aus dem Biounterricht, der hängt da nicht irgendwie dran. So. Dieses Zungenbein ist so wie ein Hypomochlion. Das ist quasi wie so ein beim Flaschenzug diese Büchse, wo die ganzen Seile dran laufen. Das heißt, wenn ich auf der einen Seite das Kiefergelenk schief steht, dann wird auf der Seite entweder die Muskeln entspannt oder angespannt. Dadurch wird natürlich auf der anderen Seite passiert genau das Gegenteil. Und das Zungenbein, dadurch, dass es diesen Flaschenzug-Effekt hat, verstärkt diese ganze Sache. Das heißt, wenn ich eine falsche Beißposition habe, kommt es aufgrund von Muskelketten, die dann eben mal vom Unterkiefer zur Schädelbasis, zum Schlüsselbein, zum Brustbein führen, zu einer Muskelkettenreaktion im gesamten Körper. Denn wenn meine Schulter schief steht, ja, dann versucht der Körper, diesen Fehlstand auszugleichen, weil das gefällt ihm nicht. Und dadurch wird die Hüfte ein bisschen auf der anderen Seite ein bisschen weggekippt, sodass der Körper wieder in der Statik gerade ist, weil das Unterbewusstsein möchte den Kopf immer möglichst zentral gerade haben. Und das ist eben mal das kann die Krux sein, sodass auch die Zahnheilkunde tatsächlich Ursache für dramatische statische Störungen sein kann, an die niemand denkt, weil sie treten in der Regel nicht sofort auf. Wer denkt bei Knieproblemen oder Hüftproblemen schon daran, dass vielleicht die Krone, die vor einem Jahr gemacht wurde, die Ursache dafür ist? Da denkt überhaupt niemand dran. Das möchte ich einfach nur mal aufs Tablett bringen. Man kann, die Frage kommt wahrscheinlich oder ich ahne sie, wie kann man das feststellen? Ganz einfach. Man kann eine sogenannte Modellstudie machen. Man macht Abdrücke von oben und von unten und macht eine Registrierung. Wie das jetzt genau funktioniert, möchte ich jetzt nicht ausführen, das würde zu lange dauern. Aber man kann mit dieser Registrierung dem Techniker Daten geben von diesem Patienten, damit er weiß, wie der Oberkiefer mit dem Unterkiefer im Schädel zusammensteht. Steht der Oberkiefer so, ja, oder steht er so? Das kann man durch diese Registrierung eben halt ermitteln. Wenn dann diese Gipsmodelle, die kommen in ein Gerät, das heißt Artikulator, das ist also ein Gerät, was die Bewegungen des Kiefers nachahmen kann mit den Gipsmodellen des Patienten. Und wenn ich dann mit diesen Hilfsdaten diese Modelle in diesen Artikulator eingesetzt habe und bewege die Gipsmodelle gegeneinander, dann sehe ich als Erfahrener, der Techniker sieht das auch schon, und wenn ich so Blaupapier oder rotes Blaupapier zwischen die Zähne mache und lasse die Zähne so aufeinander tackern, dann sehe ich, wo mehr Belastung oder weniger Belastung ist. Und wenn das jetzt zum Beispiel an einer Krone ist, dann kann ich das einfach wegnehmen. Einfach, hängt davon ab, wie dick die Krone ist und so weiter. Aber ich kann anhand der Gipsmodelle schon sehen, okay, da ist eine Störung an einem Zahn oder an mehreren Zähnen. Ich kann anhand der Modelle sehen, wie viel muss ich wegnehmen, um das wieder harmonisch hinzukriegen. Geht das oder muss ich vielleicht sogar einen Zahn aufbauen, um wieder Harmonie hinzukriegen? All das kann ich in diesen Modellen sehen. Das heißt also, ich empfehle alle denen, die orthopädische Probleme haben, und das hat, ich glaube, 95% der Menschen haben mittlerweile Rückenprobleme oder irgendwas, ja. Sagen ja schon die Komödianten, ich habe Rücken. Ne? Und ja. Da ist einfach die Frage, wenn ich chronische Wirbelsäulen oder auch statische Schwierigkeiten habe, bitte zu einem Zahnarzt gehen, der Funktionstherapie macht, der also sich damit auskennt und der einfach mal schaut, ob eventuell im Zusammenbiss der Zähne irgendwas nicht richtig stimmt. Weil dann kann vielleicht durch eine ganz einfache Maßnahme diese Geschichte behoben werden und dann gehen auf einmal Knieschmerzen weg, die seit Jahrzehnten bestanden haben, wo man einfach nur einen neuen Zahn gemacht hat. Vielen Dank, dass Sie auch dieses Thema für uns angerissen haben, denn ich denke, das kann auch wieder für einige sehr, sehr interessant werden. Ja. Jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema für heute. Das ist Zähne und Psyche. Da müssen Sie mir helfen, wie wir damit anfangen am besten. Da sind Sie wahrscheinlich viel mehr erfahren als ich. Auch da, wiederum so ein bisschen so ein Rundumschlag oder so ein Einstieg dazu. Wie kann das sein, dass Zähne Spiegelbild dafür sein können, was da psychisch mit mir los ist? Wir haben einen Nerven in unserem Körper, das ist der sogenannte Trigeminusnerv. Einige Zuschauer und Zuhörer werden den wahrscheinlich kennen. Ja, Trigeminusneuralgie ist eines der übelsten Sachen, die man haben kann, weil das sind Schmerzen, die will keiner wirklich haben.
Aber glücklicherweise macht der Nerv ja nicht nur diese Schmerzen, sondern der ist auch für andere Sachen zuständig. Und das ist eben halt genau das Thema. Dieser Gehirnnerv ist der einzige von 12 Gehirnnerven, die wir haben, der von allen anderen Nervensystemen im Körper Informationen mitbekommt. Es gibt ein interessantes Buch, das ist die Anatomie des Nervensystems. Den Namen von dem Professor habe ich jetzt leider nicht gerade parat, aber kann ich auch, wer das wissen will, gerne mitteilen. Es ist also keine Erfindung von mir, sondern es geht einfach nur darum, alles das, was ich gelernt habe als Arzt, als Zahnarzt, in einem Big Picture zusammenzufassen. So, also dieser Gehirnnerv bekommt Informationen dazu, wenn das Unbewusste, das psychosomatische Nervensystem, unser unterbewusstes Nervensystem, unser Parasympathikus oder unser Sympathikus, wenn da zum Beispiel ich Magenschmerzen habe, ja, oder wenn der Magen nicht in Ordnung ist. Der Volksmund sagt, es schlägt mir auf den Magen. Ja, einfach mal den Volksmund beachten. Sehr, sehr weise, sinnvolle Sprüche. Also das heißt, ich habe jetzt irgendwie Stress mit meinem Chef und entwickle da so langsam aber sicher ein Magengeschwür, was nicht so toll ist, weil ich mich ärgere, weil ich einfach Schwierigkeiten habe und so weiter. Das heißt, der Magen signalisiert jetzt dem Gehirn, da ist ein Problem. Und diese Information von dem Magen, also die wird über das sympathische Nervensystem weitergeleitet ans Gehirn, nehmen wir natürlich als Magenschmerzen wahr, aber bevor wir das als Schmerzen wahrnehmen, ist diese Information natürlich schon immer wieder im Gehirn. Und diese Information, davon kriegt auch der Trigeminus Meldung. Der Trigeminus ist der Hirnnerv, der dreigeteilte Trigeminus. Wir haben einen Ast, der versorgt die Haut oberhalb der Augenbrauen. Wir haben einen Ast, der versorgt unterhalb der Augenbrauen und die obere Zahnreihe. Und wir haben einen Ast, Unterlippe und untere Zähne. Das heißt, der Trigeminus versorgt nerval die Zähne. Das heißt, wenn ich Zahnschmerzen habe, ist derjenige, Trigeminusnerv, derjenige, der dem Gehirn meldet, aua, aua, da ist was nicht in Ordnung. So. Jetzt bekommt dieser Trigeminusnerv aus dem Körper die Meldung, oh, der Magen hat ein Thema. Und über einen deutschen oder zwei deutsche Ärzte, einmal der Dr. Voll und der Dr. Fritz Kramer. Der Dr. Voll war ein Arztkollege, der Dr. Fritz Kramer war ein Zahnarztkollege. Die haben in den 40er Jahren herausgefunden über die Zusammenhänge der Akupunktur, dass jedem Zahn ein Organsystem zugeordnet werden kann. Die haben das gefunden, weil sie zum Beispiel gerade bei Menschen mit Magenschmerzen, dafür den Magen ist der sechste Zahn zuständig, im Ober- wie im Unterkiefer, von der Mitte aus gezählt der sechste Zahn, das ist der erste große Backenzahn. Und da kamen zum Beispiel Patienten, die hatten Schwierigkeiten an dem Zahn. Der Kollege Kramer hat da eine Spritze gemacht und hat den Zahn behandelt. Und bei der nächsten Kontrollsitzung hat der Patient gesagt, sag mal, kann das sein? Zahn ist super, mein Magen ist jetzt auch super. Wie geht das denn? Und dann hat der gesagt, ja, weiß ich auch nicht, müssen wir mal gucken. Ne? Und dann haben die so über viele Jahre, wie soll ich sagen, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber ich sag mal so, Patiententests gemacht. Und mir ist auch sowas passiert. Also ich habe also die Ausbildung gemacht zur Elektroakupunktur nach Dr. Voll, also von diesem Kollegen, der das da gefunden hat. Und zu mir kommt ein Patient, der hat auch einen Zahndefekt, der vor dem großen Backenzahn steht. Das ist der Zahn 4 und 5 von der Mitte ausgezählt. Diese Zähne gehören zum Lunge- und Dickdarm-Meridiansystem. Und wer sich ein bisschen mit Akupunktur auskennt, der Lunge-Dickdarm-Meridiansystem, der geht vom Zeigefinger aus, ja, von der Außenseite, über den Ellbogen, Tennisellbogen, zur Schulter. Und es kommt ein Patient zu mir, der sagt, ich habe da einen kaputten Zahn, bitte flicken und so weiter. Wir haben das gemacht. Und ich habe die Spritze gesetzt und habe gesagt, wir warten einen Moment, bis die Spritze weg, bin gleich wieder bei Ihnen. Und als ich reinkam wieder ins Zimmer, hat er gewunken und gesagt, guck mal, Doktor. Ich war erst natürlich total von der Rolle, habe gesagt, wie, guck mal, Doktor, was ist los? Und da sagt er, ich hatte ein Schulterarmsyndrom oder habe ein Schulterarmsyndrom. Und seitdem Sie die Spritze gemacht haben, habe ich da keine Schmerzen mehr in der Schulter. Das ist ja faszinierend. Kann das sein? Und dann habe ich überlegt und habe gesagt, okay, Lunge-Dickdarm-Meridian, der Zahn gehört dazu, probieren wir mal. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn Sie einverstanden sind, machen wir jetzt Folgendes. Die Spritze wirkt, ich versorge den Zahn
Und Sie setzen sich bitte ins Wartezimmer und warten, bis die Spritze aufgehört hat. Und wir gucken mal, was mit der Schulter ist. Gut. Gesagt, getan. Zahn wurde versorgt, er setzt sich ins Wartezimmer. Nach ungefähr einer Stunde sagt er, oh nee, jetzt fängt es wieder an mit der Schulter. Jetzt kann ich die Schulter wieder nicht ganz heben. Können wir noch mal probieren? Habe ich gesagt, klar. Haben wir wieder eine Spritze gemacht an denselben Zahn und zack, die Schulter ging wieder hoch. Also war das eine Fernstörung vom Zahn auf die Schulter. Und es gibt aber eben halt auch beide. Ja, das ist faszinierend. Und es gibt aber beide Wege. Ja, also da war es jetzt der Zahn die Ursache für das Schulterarmsyndrom. Es gibt aber eben halt auch, dass zum Beispiel, um das auf das Beispiel von vorhin zurückzukommen, dass bei chronischen Magenschmerzen auch der Zahn, der sechste Zahn leidet, der überhaupt kein Loch hat. Und der Patient sagt, ich habe da Zahnschmerzen. Und dann ist immer meine erste Frage, haben Sie auch Magenprobleme? Und dann sagen viele Patienten, boah, wissen Sie denn das? Ich habe doch gar nichts darüber erzählt. Ja, ich sage, der Zahn gehört aber zu diesem System. Und das liegt halt daran, dass dieser Gehirnnerv von dem sympathischen Nervensystem alle Informationen bekommt. Und die leitet er an seine Erfolgsorgane, wenn man so will, also sprich an die Zähne weiter. Das heißt, all das, was im Körper passiert, wird auch in Form auf die Zähne projiziert. Und umgekehrt, alles, was an den Zähnen passiert, wird auch in den Körper hinein projiziert. Darum sind zum Beispiel... Warum hat der menschliche Körper das so verschaltet? Weil es ein Universum ist, ein Mini-Universum für sich. Und es ist einfach faszinierend zu verstehen, dass der Körper Signale gibt, damit ich als bewusster Mensch sagen kann, okay, da stimmt irgendwas nicht, aber wenn ich natürlich nicht die Zusammenhänge kenne, kann ich auch nichts machen. Ja? Also ich noch so eine Geschichte, die steht auch in meinem ersten Buch drin, ein Universitätsprofessor, der bei mir war, hatte an seinem sechsten oberen rechten Backenzahn immer Schmerzen. Der Zahn hatte keine Füllung, der war komplett in Ordnung. Und er sagte dann immer zu mir, können Sie da nicht irgendwas draufpinseln, das ist nervig und so, das tut immer weh, aber ich weiß nicht, was da los ist. Ich sagte, der Zahn hat keinen Karies, wir haben Röntgenbild gemacht, es war alles wunderbar. Und dann habe ich ihn gefragt, ich sage, haben Sie die Schmerzen auch im Urlaub? Und da hat er mich angeguckt und hat gesagt, wüsste ich jetzt nicht. Ich sagte, achten Sie mal drauf, ob im nächsten Urlaub da die Schmerzen weggehen. Er kam nach dem Urlaub wieder, ja, die Schmerzen waren im Urlaub weg. Ich sage, so, dann erzählen Sie mal, wie arbeiten Sie denn so? Rechte Zahn, rechte Seite, chinesische Medizin, männliche Seite, die Seite der Tat. Linke Seite, chinesische Medizin, die Seite des Gefühls. Und er sagt, ja, ich habe Universitätsprofessor für IT, stressigen Job. Ich sage, wie sieht denn Ihr Schreibtisch aus? Ich sage, wie sieht mein Schreibtisch aus? Ich will da wissen, wie viele Akten da liegen. Ich sage, der ist links und rechts voll und ich sitze quasi dazwischen. Und dann habe ich gesagt, vielleicht machen wir mal Folgendes oder machen Sie mal Folgendes. Haben Sie eine Sekretärin? Sagt er, klar habe ich eine Sekretärin. Ich sage, dann machen Sie die Stapel bitte zu ihr vorne ins Büro. Und wenn Sie mit einer Akte fertig sind, rufen Sie sie an und sagen, Sie können mir die nächste Akte bringen. Und dann schauen wir mal, wie sich das mit Ihrem Zahn entwickelt. Gesagt, getan, er war dann so ein halbes bis dreiviertel Jahr nicht mehr da, kam dann wieder und wollte zur Zahnreinigung, wollte professionelle Zahnreinigung. Ich sage, und wie geht es Ihrem Zahn? Wie, was für ein Zahn? Ja, ich sage, Sie hatten doch, erinnern Sie sich, ich habe hier eine Notiz, vor einem Dreivierteljahr hatten Sie doch da einmal Zahnweh an dem Zahn. Waren Sie irgendwo anders oder haben Sie irgendwas gemacht? Nee, ich sage, da haben Sie recht, nee, da haben wir gar nichts mehr. Ich sage, und wie war es so mit Ihrem Büro? Ich hatte mir das aufgeschrieben in der Kartei, ne? Haben Sie das geändert? Ja. Und er sagte, ja, das gibt's doch nicht. Ich sagte, natürlich. Ich habe erst gedacht, naja, der Schreckenmacher, der ist so ein bisschen gaga, aber warum nicht, probier's mal. Und dann habe ich das gemacht und ja, Sie haben recht, das Zahnweh ist weg. Also es ist... Wenn man dann so solche Storys erlebt, dann beginnt man sich mehr mit dieser Materie zu beschäftigen. Und das geht dann halt so weit, dass bei Zahnfehlstellungen von Kindern, also je nachdem, wie die Zähne gedreht sind, was für eine Zahnfehlstellung das ist, ich schon eine Ahnung davon bekomme, was da eventuell in der Familie schiefläuft. Das klingt jetzt auch ein bisschen vermessen und das ist auch nicht unbedingt mein Ding, jeder Familie das zu sagen. Ich frage dann immer die Eltern, ob sie Interesse daran haben zu erfahren, warum vielleicht diese Zahnfehlstellung auch noch besteht. Und durch einen emotionellen Stress, der wiederum das sympathische Nervensystem pausenlos traktiert, wird der Trigeminusnerv informiert und gibt diese Information an die Zähne weiter. Und die Zähne sind nicht doof, so nach dem Motto. Das heißt, die weichen dann oder versuchen dann, diesem Stress auszuweichen und verändern ihre Stellung. Oder dadurch, dass der Trigeminus auch Muskelzüge natürlich mit innerviert, also der versorgt auch bestimmte Muskeln, wird durch einen emotionellen Stress
verkrampfen wir und dadurch werden natürlich auch andere Muskelzüge beansprucht, die dazu führen, dass eben mal Zähne sich in einer Richtung bewegen, die sie vielleicht vorher nicht eingeschlagen haben. Auch ein kleines Beispiel dazu aus meinem Buch. Wir haben Freunde, die haben in Rumänien zwei Kinder adoptiert. Und der Junge, den haben sie im Alter von, ich glaube, 1,5 bekommen. Der hat ein Heimsyndrom. Das heißt also, der war mehr oder weniger den ganzen Tag eingesperrt in so einen Laufstall und der hat immer da an so, ne, an den Stäben so rumgerüttelt. Ist dann relativ schnell wieder glücklicherweise, hat sich wieder beruhigt, nachdem er dann in der Familie war. Er hatte aber eine sogenannte Phimose. Das ist ein Junge, eine Phimose ist eine Verengung der Penisvorhaut. Und da er eben mal psychisch doch schon ziemlich stark beansprucht war durch diesen Heimaufenthalt, hatte unsere Freundin starke Bedenken, ihn deswegen operieren zu lassen. Er hat gesagt, ob der das schafft, nicht, dass der wieder in dieses Heimsyndrom zurückfällt. Diese Geschichte als Vorläufer. Sie ruft mich an, ich wusste von der Geschichte noch nichts. Ich wusste, dass sie Kinder adoptiert haben und so weiter. Und sie sagt zu mir, kannst du mir sagen, was das ist? Ich habe oben mein kleiner rechter Schneidezahn, der fängt seit einigen Tagen an, sich zu bewegen. Der dreht sich und kommt irgendwie aus der Reihe. Und dann habe ich zu ihr gesagt, da hast du Stress mit deinem Mann. Wie sagt sie, Stress mit meinem Mann? Was willst du denn von mir? Ich sage, der Zahn gehört zum Niere-Blase-Meridian-System, hat zu tun psychosomatisch mit dem Thema Partnerschaft. Da es auf der rechten Seite ist, muss es irgendein männlicher Partner sein. Also es kann sein dein Mann, es kann sein dein Onkel, dein Vater, Großvater, was auch immer. Dann sagt sie, nee, ich habe mit dem Bernhard keine Probleme. Sagt sie, aber doch halt, der Tobias soll operiert werden und das macht mir Riesenstress. Ich sage, okay, dann achte mal darauf, wie das wird. Ich sage, wo wollt ihr denn operieren lassen? Und dann sagt sie, ja, das wird wohl sein müssen, weil die Kinderärztin hat gesagt, also das wird einfach riskant, weil diese Haut wird immer enger und dann ist das für die Entwicklung von seinem Penis nicht so gut. Also werden wir ihn operieren lassen. Und das ist auch wohl ein sehr kleiner Eingriff, was es auch definitiv ist. Das war in 10 Minuten war das erledigt. Und 14 Tage später, ich habe leider damals keine Modelle gemacht von dieser Situation und keine Fotos bekommen, ruft sie mich nach 14 Tagen an, sagt sie, du, ist alles in Ordnung, der Zahn steht wieder an der richtigen Stelle. Dann habe ich gedacht, das ist doch faszinierend. Also der emotionelle Stress hat dafür gesorgt, wie auch immer, das kann ich auch nicht so 100% erklären. Also ich nehme als Hilfserklärung, diese Information wurde über den Trigeminus weitergegeben. Eventuell gab es da Muskelverspannungen, die dazu geführt haben, dass der Zahn sich eben halt aus seiner Reihe irgendwie bewegt hat und dann wieder zurückgegangen ist, nachdem dieses emotionelle Problem beendet war. Also gibt es da Zusammenhänge. Ob ich die jetzt nur richtig erkläre oder nicht, mag dahingestellt sein. Aber ich sehe das ja bei Kindern, die Zahnfehlstellung haben, sehr oft, dass wenn ich in der Lage bin und wenn die Eltern bereit sind, über familiäre, emotionelle Stressphänomene in der Familie zu erzählen und zu berichten und das abzustellen, dann ist so eine Zahnkorrektur viel schneller fertig, weil einfach natürlich für das Kind der emotionelle Stress auch wegfällt. Ja? Also gerade bei den Sandwich-Kindern, ja, also bei Familien mit 3 Kindern, das mittlere Kind ist meistens so das, was am meisten Themen hat, weil es möchte sowohl dem Älteren recht machen wie auch dem Jüngeren. Und es ist so dazwischen, also diese Sandwich-Kinder sind ganz besondere Kinder, sage ich mal. Aber natürlich auch ein Einzelkind, was in der Familie Stress empfindet, weil die Eltern sich vielleicht streiten und die Kinder glauben in der Regel immer, sie sind die Ursache, weil sie einfach nicht verstehen, weil sie es nicht mit ihrem Gehirn noch nicht die Erfahrung haben, gibt es Stressphänomene, die dazu führen können, dass eben halt sowas entsteht. Ja, also Lückenbildung zwischen den großen beiden Schneidezähnen ist immer eine Trennungsproblematik, die vielleicht noch nicht da ist, aber die dieser Mensch so empfindet, dass eben halt da irgendeine Trennung vielleicht stattfindet. Und dann führt das dazu, dass sich diese Zähne auseinander bewegen. Und wenn dieser Stress vorbei ist, bewegen sie sich auch wieder zusammen, ohne Spange. Und wenn sie das halt, so wie ich, 25 Jahre gesehen haben, dann wissen sie, das habe ich auch in meinem zweiten Buch geschrieben, Zahngeflüster, Spiegelbild, die Zähne, Spiegelbild deiner Seele, da ist also alles aufgegliedert, ja, welche Zähne gehören zu welchem Organsystem und da sind die psychosomatischen Hintergründe dabei. Und das ist für viele Eltern ein Hilfswerk, um einfach zu verstehen, warum so ein Kind eventuell da Schwierigkeiten hat. Und natürlich vielleicht auch die Erwachsenen selber, weil manchmal reagieren Zähne, weil Zähne sind niemals statisch. Sie haben natürlich eine Zahnreihe, aber sie sind beweglich.
Und sobald ich da irgendwelchen Stress bekomme, kann es sein, dass die Zähne und die Zahnstellung darunter leidet, in Anführungsstrichen, oder dass ich anhand der Zähne sehe, dass da was nicht in Ordnung ist. Und ich habe vielen Patienten auf den Kopf zusagen können, wenn sie mich angelacht haben, sofern sie dann dazu bereit waren und gelächelt haben, einfach gesagt, kann es sein, dass es in dem und dem Bereich bei Ihnen emotionelle Stressphänomene gibt. Und das ist in so vielen Fällen war das so, dass nach dem Motto, zeig mir deine Zähne und ich sag dir, was du hast, tatsächlich stimmt. Auch wenn es natürlich sich so ein bisschen spooky oder so ein bisschen plakativ anhört, aber es ist tatsächlich so. Und wer das wissen will, dem sage ich das gerne. Und wer das nicht wissen will, ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich schreibe es auch in meinem Buch. Das Buch soll nicht dazu dienen, jetzt irgendjemand vorzuführen. Aber vielleicht ist es für jemanden, der jemanden einstellen will oder jemanden, der jemanden kennenlernt, wenn er weiß, was da dahinter steht, hat man eine ganz andere Beziehung zu diesem Menschen. Ja? Ich glaube, viele von uns kennen den Schauspieler Robin Williams und auch Keanu Reeves. Und die beiden haben gesagt, dass es, wenn man einen Menschen trifft, man weiß nie, was er alles gerade, welche Kämpfe er gerade mit sich führt und was er für Emotionen dabei hat. Das weiß man nicht. Und insofern sollte man immer achtsam sein mit Menschen, denen man begegnet. Und so ist es für mich, ich werde jetzt auch ein bisschen emotional, aber es ist einfach so, dass wenn mich jemand anlacht oder wenn ich eine bestimmte Zahnstellung sehe, dann habe ich so eine Idee, was bei diesem Menschen so alles sein kann. Das ist nicht immer so, um Gottes Wille. Aber es zeigt mir, dass anhand von Zähnen ich auch so ein kleines bisschen in die Seele reinschauen kann und einfach diesem Menschen ganz anders gegenübertreten kann. Und das ist hilfreich im gemeinschaftlichen Zusammensein. Ja, das nur so als Ende oder als Zusammenfassung. Ja, ich denke mal auch, dass 99% der Leute es nicht erwarten von ihrem Zahnarzt, dass er so weit geht, weil man hat ja vielleicht auch so das urtümliche Bild vom Zahnarzt, das war der Schmied oder so, der hat dann mit dem Werkzeug, mit dem er gerade vom Pferd die Hufnägel rausgezogen hat, damit zieht er jetzt gerade einen Backenzahn raus, so eher das grobschlächtigere. Und die meisten Leute wollen ja auch erst leider wieder schnell weg. Ja, das kommt dann ihnen auch zum Beispiel persönlich auch gar nicht gerecht, weil sie ja da noch ganz viel mehr bieten. Ja. Aber deswegen machen wir auch das Video, um A, natürlich auch vielleicht andere junge Zahnärzte zu inspirieren, sich mehr mit diesen Dingen zu beschäftigen und B, auch den Zusehern die Möglichkeit zu geben, zu sehen, dass es sie überhaupt gibt. Ja, das erwartet man ja gar nicht. Also gut, es gibt ja auch den, ist bestimmt auch sehr bekannt, Rüdiger Dahlke, ist ja auch einer der Ärzte in Deutschland bzw. in Österreich, der sich mit dem Thema Psychosomatik viele, viele Jahrzehnte schon beschäftigt. Und er hat dieses Beispiel gebracht, dass die Mundhöhle ist quasi das Pendant zur weiblichen Geschlechtshöhle. Und es ist auch tatsächlich so, also im Allgemeinen, dass man den Zahnarzt, den Friseur und den Gynäkologen am wenigsten gerne wechselt. Weil beim Mund ist es so, sie müssen wirklich einem Menschen im wahrsten Sinne des Wortes blind vertrauen, dass sie den an ihren Mund lassen. Sie können nicht sehen, was der macht. Ja, sie können nur hoffen, dass er das richtig macht, dass es nicht wehtut etc. pp. Bei den Frauen genauso. Der Gynäkologe guckt in eine Höhle rein, wo sie nicht sehen, was der macht. Ja, das nicht kontrollieren können. Wenn ich am Finger was habe, ich kann die Hand wegstrecken und kann sagen, okay, ich kann aber kontrollieren, was da gemacht wird. Aber für diesen Bereich des Mundes ist es ein, der durch die Zähne geschützt wird. Der Rüdiger Dahlke gesagt hat so schön, die Zähne sind quasi die Zinnen, die den empfindlichen Mundraum beim Schließen, wenn ich die Zähne zusammenbeiße, ist der Mundraum quasi gesichert, weil durch die Zähne eben halt keine reinkommen ist. Und er hat also viele Beispiele auch aus der Psychosomatik. Er schlüsselt das auf, was die Zunge ist, was die Mandeln stehen, das Zäpfchen hinten, was wir oben haben, was darunter hängt, für was das in der Psychosomatik steht. Und wenn Sie das alles wissen und Sie sehen jemanden mit dicken, geschwollenen Mandeln, der schon seit Jahren diese dicken, geschwollenen Mandeln hat, dann juckt es mir einfach in den Fingern, dem Patienten Fragen zu stellen und zu sagen, wie sieht denn das aus? Was haben Sie denn da schon gemacht? Oh, ich habe schon alles probiert und so.
Und dann kann ich ihm den Hinweis geben auf Darke oder auch selber sagen, haben Sie schon mal an das und das Thema gedacht? Und dann sind viele erstaunlicherweise, also ich habe das schon oft erlebt, dass viele anfangen zu weinen in den Behandlungsstuhl und sagen, Mensch, dieses Thema, das begleitet mich schon so viele Jahre. Sie sind der Erste, der das so erkannt hat. Und mir wird jetzt erst bewusst, wo Sie mich fragen, dass das Thema immer noch bei mir ganz oben steht. Und so ist es einfach faszinierend und schön, jemanden auch einfach auf dem Wege, wenn ich in den Mund reinschaue, schon Informationen geben zu können über sich selber, nicht um ihn vorzuführen, ganz im Gegenteil, um eine Hilfestellung zu geben, was in seinem Leben er noch ändern kann, um zu einer Harmonie zu kommen. Das macht einfach riesen viel Spaß, ja. Und ist auch so, dass die Patienten das sehr dankbar annehmen, die das auch annehmen wollen. Manche wollen das gar nicht wissen. Die sagen, lassen Sie mich in Ruhe mit dem Kram. Das ist spirituell. Da will ich nichts mit zu tun haben. Hat teilweise damit zu tun, ist aber durch die moderne Forschung der psychosomatischen Medizin einfach nachgewiesen, dass das so sein muss, weil es eben halt bestimmte Abfolgen von, wie soll ich sagen, Reaktionsketten gibt in uns, die dann zu einem Ergebnis führen. Und wenn ich als Therapeut eine Hilfestellung geben kann einem Menschen, der das wissen will, dann ist das doch eine wunderbare Sache. Und da Zahnbereich mein Bereich ist, und ich mich auf den jetzt schon 40 Jahre konzentriere, ist es einfach schön dann zu sehen, dass anhand dieser Beispiele, die mir Patienten bieten, ich auch da andere Hilfestellungen geben kann. Und das ist dann so ein kleines Sahnebonbon obendrauf, wo mir gut tut und dann eben mal demjenigen, der es wissen will, auch gut tut. Und dann sind wir doch alle zufrieden. Ja, und die Erfahrungsmedizin wird ja mittlerweile auch vielfach durch die konventionelle Wissenschaft bestätigt. Ne? Das haben wir ja gerade so festgehalten. Genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt für viele Leute, für mich auch, ein neues Fenster aufgemacht haben von Möglichkeiten, Gedankengängen und sich damit einfach mal zu beschäftigen. Und ich denke, da haben wir heute einiges dafür getan, um mehr Licht in so graue, dunkle Bereiche zu bringen. Auch Ihre klaren Ansagen bezüglich Fluorid fand ich sehr, sehr hilfreich. Und ich denke auch, dass es für jeden sich lohnt, mal hinten auf die Zahnpasta zu schauen, was ist da eigentlich drin. Und auch vor allen Dingen diese ganzen Verbindungen, die Sie gemacht haben mit Zähne, Körper, Statik und dann auch zum Schluss die Verbindungen zwischen Zahn- und Organsystem hoch beeindruckt, hoch spannend. Und ich denke, da haben wir für viele einfach nur den Anstoß gegeben, sich damit mehr zu beschäftigen. Und gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte, die Sie sagen möchten? Auch wenn das jetzt ein bisschen so nach dem Motto, jetzt kommt der Werbeblock, aber trotzdem sage ich es. Also ich habe ja drei Bücher geschrieben. Das erste Buch, was ich geschrieben habe, ist entstand. Ich war 2004 eingeladen, damals gab es ihn noch, ARD Fliege, in der Sendung, und da sollte ich so eine Zusammenfassung schreiben, und ich habe so viel geschrieben, dass meine Frau gesagt hat, jetzt kannst du auch ein Buch draus machen. Das ist dann auch entstanden, das war also 2004, ist mein erstes Buch erschienen, mittlerweile in der fünften Auflage, also es wird immer wieder nachgefragt. Dann habe ich mich mit dem Thema Psyche sehr intensiv beschäftigt, weil ich immer halt auch viele Kinder behandelt habe oder ja mit Spangen und einfach dann in dieses Thema so mehr oder weniger reingerutscht bin. Und da es da auf dem deutschen Markt relativ wenig gibt, auch in Literatur, habe ich dann geguckt, wo findest du was darüber, mit den eigenen Erfahrungen aus der Praxis verknüpft, und habe dann mein zweites Buch geschrieben. Das war dieses Zahngeflüster, die Zähne, Spiegelbild deiner Seele. Und dann habe ich jetzt vor 2 Jahren so eine Zusammenfassung geschrieben, weil Patienten mich darauf aufmerksam gemacht haben, ja, Ihre Bücher sind ja toll, aber kann man da nicht irgendwie so eine Essenz haben? Da habe ich gesagt, ich kann das zusammenfassen, ob das dann jemand wissen will oder nicht, ist dann seine Sache. Ist also dann das dritte Buch entstanden. Und da kann man das, was ich jetzt heute erzählt habe, vielleicht nicht in der Ausführlichkeit, aber man kann es nachlesen und zum Teil sogar noch ausführlicher, weil ich eben halt, in den beiden ersten Büchern sind die Schemata drin, welchem Organsystem ist welcher Zahn zugeordnet und umgekehrt. Wir haben das Thema noch gar nicht angesprochen, Wurzelkanalbehandlung. Wir haben das Thema Implantate noch gar nicht angesprochen. Also können wir gerne noch, wenn Sie wollen und der Zuschauer will, noch mal gerne weitermachen. Also das sind alles so Themen, die ich in den Büchern, auch wenn ich sie nur anreiße, aber einfach um den Menschen Ideen zu geben, was da alles im Mundbereich sein kann. Und das soll auch nicht dazu dienen, Leute zu verunsichern oder zu verängstigen, sondern
Es soll einfach nur Bewusstsein schaffen dafür, dass man, wie Sie vorhin schon gesagt haben, dass man selber verantwortungsbewusst mit sich umgeht und die Verantwortung bei mir selber liegt, nicht bei dem Behandler oder bei irgendjemandem, der schuld ist, dass er mir Fluorid drauf gemacht hat oder was. Das ist alles Tinnef, sondern es geht darum, wie kann ich vermeiden, dass ich Füllungen brauche, wie kann ich meine Zähne gut in Schuss halten, ja, und wie kann ich anhand von vielleicht sogar von Zähnen, wenn ich das will, sehen und ablesen, was für andere Schwierigkeiten in meinem Leben aufgetreten sind oder da sind, die ich dann damit beseitigen kann. Um nichts anderes geht es mehr. Ja, und ja, fertig. Ich habe fertig. Ja, ich habe auch von meiner Seite fertig. Es gibt noch viele, viele Themen und ich bin mir fast sicher, dass wir uns nicht zum letzten Mal heute gesehen haben. Und ich freue mich, da so jemanden Erfahrenen in der Sendung zu haben und ja, auf viele weitere Interviews. Ich freue mich sehr und ja, ich wünsche Ihnen noch alles Gute und bis ganz bald wieder, Herr Dr. Schreckenbach. Vielen Dank, Herr Köhn. Nochmal von mir meine Schlussworte. Also ich bin dankbar, dass sich jemand da die Mühe macht, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, vor allen Dingen den Menschen da draußen die Möglichkeit zu geben, sich über sich selbst ein bisschen klarer zu werden. Und wie gesagt, individuell kann man das auch gerne mit Online-Beratungen machen, das hatten wir ja schon erwähnt. Aber es geht einfach darum, tatsächlich jemanden zu haben wie Sie, der Informationen in die Welt bringt, die einfach sinnvoll sind. Und da danke ich Ihnen sehr, dass ich da die Möglichkeit zu habe. Bitte, wir machen das auch sehr gerne und das ist ja auch eine Art Berufung. Und Sie wissen ja, wenn man seine Berufung gefunden hat, dann hat man den letzten Tag im Leben gearbeitet. Darum geht's. Sehr gut, ja. Okay, schönen Tag und vielen, vielen Dank. Danke Ihnen, Herr Köhn, vielen Dank.